Die Corona-Krise hat viele Dinge, die uns vorher selbstverständlich erschienen, auf Eis gelegt. Auch den Genuss von Classic Live. Noch haben die Theater und Opernhäuser in Berlin geschlossen. Eine Art Rückkehr zur Normalität unter Einhaltung der Distanzregeln wagt nun die Deutsche Oper Berlin, wenn auch in einem ungewöhnlichen Ambiente. Richard Wagners Rheingold auf dem Parkdeck, sprichwörtlich. In einer abgespeckten, halbszenischen Kammerfassung mit 22 Musikern und 12 Sängern. Klappstühle statt Glamour, das hat schon beinahe was von Avantgarde. Ich würde sagen, am Anfang gilt es natürlich als Notlösung, aber Not macht erfinderisch. Und wenn man die Erfindung dann hat, sagt man, das passt doch wunderbar, das ist doch genau richtig. Am 12. Juni sollte ein neuer Ringzyklus unter der Regie des Norwegers Stefan Herheim an der Deutschen Oper mit der Rheingold-Premiere starten. Dann wurde die Produktion coronabedingt verschoben. Stattdessen gibt es nun die 90-Minuten-Fassung im Parkhaus. Neil Barry Moss übernahm die szenische Einrichtung. An diesem erstaunlichen Ort mit dieser erstaunlichen Geschichte bekommt man die Möglichkeit zu einer originellen Version, die vorher noch keiner gemacht hat. Was soll man über das Stück sagen? Es ist so berühmt. Für mich war das völlig offensichtlich. 2014 wurde das Parkdeck der Oper schon einmal für eine szenische Produktion genutzt und nun quasi in der Not wiederentdeckt. Es ist vor allem, was wir nicht mehr so genau in Erinnerung hatten, dass die Akustik ohne Verstärkung eigentlich gut ist. Ideal vielleicht nicht, aber gut. Die Karten für die bislang angesetzten 5 Vorstellungen waren innerhalb von 12 Minuten ausverkauft. Ich denke, das ist sehr wichtig. Kultur ist etwas, das man für selbstverständlich hält, aber ohne sie kann man nicht funktionieren. Es ist ein grundlegendes Menschenrecht, an Kultur teilzuhaben. Was soll denn das hier? Das ist überhaupt keine richtige Inszenierung! Ein kleiner Schritt Richtung Normalität, begleitet von den Klängen Wagners. Ich bin Jonah Kelgen für Euronews aus Berlin.